Wir wollen in diesem Film verschiedene Widerstandsformen gleichwertig nebeneinander zeigen. Das kann aber nur beispielhaft sein. Wir fühlen uns solidarisch mit dem Widerstand weltweit. Das Atom steht im Dienste des Menschen wie der Dampf oder die Elektrizität. Die gefährlichen Überreste der Reaktion werden in gepanzerte Behälter eingeschlossen, im Boden vergraben oder in der Tiefe des Meeres versenkt. Am 3. Mai 1980 machten sich ein paar tausend Atomkraftgegner aus Großstädten und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg auf, die geplante Tiefbohrstelle 1004 zu besetzen. Das war im Wald zwischen Trebel und Gorleben. Brauchst du nur wegzumachen, guck mal, der steht ja kaum über. Wir wollen keine Polizisten. Die Feuerwehr musste den Kabelkanal regelrecht aufbrechen, um zu verhindern, dass sich das Feuer weiter durch den Schacht frisst. Die Folgen: Der Schienenverkehr in Nordhessen auf der Strecke Kassel-Wolfhagen und weiter nach Warburg ist zum Stillstand gekommen. Die Steuerung der Signalanlage wurde vollständig zerstört. Die Bundespolizei ermittelt gegen Unbekannt, geht aber von Castor-Gegnern aus. Wie ist es zur Diskussion über die Kernenergie, die wir heute führen, gekommen? Haben die friedlichen Demonstrationen, um nochmal zur Bildungspolitik zu kommen, der Studenten oder der Bürgerinitiativen etwas bewirkt? War es nicht so, dass die staatlichen Stellen erst aufgewacht sind als radikale Elemente zur Gewalt griffen? Der Bauplatz gleicht einer militärischen Festung. Polizeiexperten halten ihn für uneinnehmbar. Wir stellen die Demokratie selbst in Frage, wenn die Themen, die die Bürger bewegen, von den staatlichen Institutionen erst dann als Themen der Politik erkannt werden, wenn Gewalt angewendet wird. Auf den Platz! Auf den Platz! Auf den Platz!
Hier ist gar nichts vor. 2-2 mit der wichtigen Meldung. Von 431 aus, direkt neben der Stichstraße, geht jetzt die Bremer Gruppe auf den Graben zu und erstreben ca. 200 Personen in Richtung Graben, direkt am Objekt mit Latten. Jeder Bundesbürger heute muss wissen, auf welcher Seite der Brockdorfer Mauer er steht. Wollen, wenn wir gegen die Atomenergie sind, nicht zurück zur Natur, wie uns vorgeworfen wird, sondern wir wollen zurück zum Menschen. Und zurück zum Menschen können wir wahrscheinlich mit einem so naturfernen Wesen wie Herrn Stoltenberg nicht finden. Auf der Itzehoer Delftorbrücke fand am 28. Februar 1981 eine der schwersten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei statt. Selbst der Bundespräsident hat Verständnis für uns. Nun, ich glaube, man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind. Sie haben natürlich Empfindungen, sie haben Emotionen, sie haben Sorgen. Und ich finde, es ist gut, dass in einer Demokratie die Menschen diese ihre Empfindungen und Sorgen artikulieren können. Das ist der Vorzug unseres freiheitlichen Systems. Dem Aufruf zahlreicher Bürgerinitiativen sind am 28. Februar 1981 über 200.000 Menschen gefolgt. Viele wurden unterwegs durch künstliche Polizeisperren und Schikanen aufgehalten. 120.000 Demonstranten gelangten schließlich in die nähere Umgebung von Brockdorf. Frühmorgens stürmte die Polizei in die Wohnungen von 7 Mitgliedern der Weißen Rose wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, die das AKW Brockdorf mit allen Mitteln verhindern will. Die Atomindustrie und die Staatsorgane betrieben trotz des massenhaften Protestes den Weiterbau des Atomkraftwerkes in Brockdorf. Die Reaktion war, dass in den folgenden Jahren ein permanenter Sabotagewiderstand einsetzte, mit vielen, vielen Anschlägen jeglicher Art. Der Staatsschutz hatte bei der Presse eine Nachrichtensperre darüber durchgesetzt, an die sich die Itzehoer Gruppe natürlich nicht hielt. Ministerpräsident Stoltenberg auf einer CDU-Wahlveranstaltung sprechen will, rufen AKW-Gegner in einer Schweigeminute anlässlich des verstorbenen Brockdorf-Landrats Dr. Brümmer mehrmals Freiheit für Michael Dufke, kein AKW in Brockdorf und auch nicht anderswo. Als die Ruferinnen und Rufer im Polizeihochhaus in den Zellen sitzen, explodiert vor dem Polizeihochhaus eine Bombe. Bei der BOU Itzehoe und Bewegung Weiße Rose gingen in großer Zahl Bekennerbriefe ein, unter anderem auch der nachfolgende Bekennerbrief mit diesem Text.
Wer keinen Mut zu träumen hat, hat keine Kraft zu kämpfen. In der Nacht zum 28. April 1984 haben wir einen Strommasten am AKW Brockdorf gesprengt. Nicht nur einzelne Projekte, sondern wir müssen auch da ansetzen, wo die Ideologie und scheinbare Allmacht des Staates unsere Herzen und Köpfe zu bestimmen versucht. Brockdorf am Tag danach. Die Itzehoer Bürgerinitiative informierte über alle ihr zur Kenntnis gebrachten Widerstandsaktionen und fand auch besonders Sitzblockaden sehr mutig. Jedoch glaubte sie, dass man sie nicht gewaltfrei nennen sollte, weil damit eine unnötige Distanzierung zu möglichen anderen Widerstandsformen ausgedrückt und der Polizeirhetorik von sogenannter Friedlichkeit die Steigbügel gehalten werden könnten. Von dem gesprengten Mast haben wir hier zwar schöne Videoaufzeichnungen, jedoch wurden unzählige Masten einfach durch Absägen zerstört. Auch schon das einfache Ansägen verursachte einen Totalschaden. Dieser Ausschnitt aus einem Spiegelartikel mit der Überschrift „Abschalten mit Säge" zeigt deutlich das Ausmaß der Nachrichtensperre über den Widerstand. Die Weiße Rose und BOU Itzehoe meldeten ihre Demonstrationen grundsätzlich nicht an. Diese Demo vom August 1981 richtete sich gegen die Zensurversuche durch die politische Staatsanwaltschaft zu Flugblättern der Weißen Rose, die Bekennerbriefe wegen der verhängten Nachrichtensperre unzensiert veröffentlichte, und richtete sich auch gegen die Verfolgung nach § 129 und 129a, Bildung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung. Diese harmlos aussehende Holztür wurde irgendwann von innen mit einer 1 cm starken Stahlplatte gesichert. Bei der letzten Hausdurchsuchung zerhackte die Polizei die Holztür vollständig und konnte dennoch nicht einbrechen. Erst nach über einer Stunde drang sie mit einer Drehleiter über das Dach ein. Peter und ich sowie Dagmar und Bernd, Dagmar war inzwischen mit Bernd befreundet, saßen dann gemeinsam Kaffee trinken am Tisch, als die Polizei endlich über das Dach eingedrungen war. Die größte Überraschung für die Justiz war, dass sie mich dort vorfand. Noch am selben Tag ging vom leitenden Oberstaatsanwalt über den Generalstaatsanwalt eine Meldung an das Justizministerium. Herr Staatssekretär, welche Maßnahmen hat denn Ihr Haus oder beziehungsweise die bayerische Staatsregierung bisher erwogen, um dem Widerstand gegen die atomare Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, der ja immerhin die Bevölkerung der Oberpfalz vor erheblichen radioaktiven Gefahren geschützt hat oder diese Gefahren dort verhindert hat, welche Maßnahmen haben Sie dort erwogen, um Dank und Anerkennung diesem Teil der Bevölkerung zu zollen, die in diesem Zusammenhang und in diesem Zusammenhang auch ins Auge gefasst die Verfolgung der Beteiligten, die jahrelange Verfolgung jetzt einzustellen und diese Menschen, die sich eingesetzt haben für ein besseres Leben in unserem Land, zu rehabilitieren? Wir haben noch nicht einmal erwogen, Herr Kollege. Bei Straftatbeständen wie Nötigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch an eine Belobigung zu denken. Ich halte diese Frage schlicht und einfach für rechtsstaatlich unmöglich. Und natürlich sind wir bereit, die Polizei in diesen Einsätzen generell zu decken. Und zwar unter allen Umständen. Das ist eine Grundvoraussetzung unserer Freiheit. Der Staat hat das Gewaltmonopol und nur der Staat ist berechtigt, diese Gewalt auszuüben. In diesem Fall ist es die Polizei. So. Ein Erfolg war es natürlich in der Hinsicht, dass so eine riesige Bevölkerungsschicht, dass sich solidarisiert hat und letztlich dann natürlich die Wehr auch nicht gebaut worden ist. Und vielleicht sogar das Bewusstsein so weit geschärft wurde, dass man jetzt auch gegen andere Projekte sich zur Wehr setzt oder gegen andere Strömungen, sei es jetzt Neonazis oder die Hetze gegen Asylanten oder sonstige Randgruppen. Und das, glaube ich, ist das eigentlich Wesentliche, was die Leute hieraus gelernt haben, ihre Berührungsängste zu verlieren und so ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Das schätze ich am höchsten ein. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne.
schieben. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Aber ich will alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Aber ich will alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Dass es so weit gekommen ist, war und ist auch ein Erfolg des Widerstandes, unseres gemeinsamen Widerstandes.